Hallo ihr Lieben, heute bekommt ihr meinen Leseeindruck zu Die Verlorenen von Simon Beckett. Ja, wie gefällt mir Jonah, der neue Ermittler von Simon Beckett? Ich muss dazu sagen, ich habe ja seine Dr. Hunter-Reihe gelesen und das auch verfolgt. Ich finde, er schreibt großartig, er kann schreiben, keine Frage. Sonst wäre er nicht der beste englische Thriller-Autor, denke ich. Aber gut, wie gesagt, er schreibt gut. Er führt seinen neuen Ermittler auch wirklich gut ein. Man kommt gut in die Geschichte rein. Man ist am Anfang wirklich auch interessiert. Ja? Es fängt ganz vielversprechend, ganz interessant eigentlich an. Aber... also es ist tatsächlich, früher haben mich irgendwie Thriller auch noch ein bisschen mehr gekickt. Jetzt ist es tatsächlich so ein Thriller-Lesen. Also ein Krimi, wenn da schon draufsteht Krimi, dann ist es mir meist schon, dann brauche ich es gar nicht anfangen. Und Thriller, okay, geht. Aber das ist so cozy einfach. Das ist so cozy, so gemütlich. Das ist so dahin plätschernd, so, ja. Ja, wie so ein gemütlicher Krimi war dieses Buch für mich. Gemütlich, nett, okay, aber ich habe jetzt nicht besonders mitgefiebert, die Auflösung, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber mir hat da so ein bisschen was Krasses gefehlt, so ein Wow-Moment oder, weiß ich nicht, irgendwie ein Twist, ein Überraschungseffekt, irgendwas, wo ich denke, boah, krass. Ja, oder auch irgendwie eine Szene, die besonders krass oder intensiv ist oder so. Und das ist genau das, was ich in diesem Buch vermisst habe. Da ist keine Intensität. Das ist lupenrein geschrieben und er weiß auch, wie er seine Charaktere aufbaut und so. Keine Frage. Das ist, da kann man nichts Schlechtes sagen. Es ist ein gutes Buch, aber es kickt mich nicht. Da fehlt was. Es ist tatsächlich einfach zu gemütlich für mich. Es sorgt nicht dafür, dass ich nachdenken muss oder dass ich mich unwohl fühle oder dass irgendwie ich aufgeregt bin, sondern es plätschert so daher. Man kann da nichts Schlechtes drüber sagen, aber eben auch nicht sagen, wow, was ein Buch, weil es gar nicht bewegt, weil halt die Intensität fehlt. Das klingt so ein bisschen blöd. Ich sage, es ist ein gutes Buch, aber es fehlt die Intensität. Ja, aber so ist es. Das beschreibt es. Wir haben hier gutes Schreibhandwerk. Wir haben eine gut erzählte Geschichte an sich. Aber es ist nichts in der Geschichte, wo ich dann ausraste und denke, boah, krass oder cool oder wow, wie spannend. Oder eine Situation, wo ich dann richtig mitbange. Nee, das fehlt. Und es sind so kleine Brotkrumen, die er dann dahin wirft, die mir vielleicht mal gefallen. Unter anderem der Slaughter Kay, der Schlachter Kay. Heißt das Kay? Ich glaube ja, ne? So wird das ausgesprochen. Slaughter Kay. Also Schlachter Kay halt, ja, cooler Name, sehr coole Idee schon mal, ja. Ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt an der Themse, müsste ich jetzt mal nachgucken. Wahrscheinlich wird es den wirklich geben, aber schon mal geil, dass das da spielt überhaupt. So alte Lagerhallen und so, finde ich schon guter Schauplatz, ja. So, das hat mir gefallen. Die Idee mit dem Brandkalk hat mir gefallen. Diese freche, nervige Reporterin hat mir gefallen. Was hat mir noch gefallen? Das Boot, ja. Das war alles nett. Ja, alles nett. So kleine Brotkrumen, die mich aber nicht satt machen. Die mich nicht dazu bringen zu sagen, was ein geiles Buch. Und ja, deswegen sitze ich hier und kann tatsächlich nicht sagen, das Buch ist scheiße. Nö, es ist nicht scheiße, es ist ein gutes Buch. Aber mich haut halt nicht vom Hocker. Also, es ist ein gutes Buch und ich sag mal, wer so auf cozy, Krimi steht... für den mag das durchaus ausreichend sein, aber für mich ist da nicht genug What the fuck und oh mein Gott und was und hä? Und das kann ja in jeglicher Form sein. Das kann man natürlich auch mit extrem blutigen Szenen hinbekommen, aber das muss es ja gar nicht sein. Es hätte ja auch ein anderer krasser Plot-Twist sein können, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber auch das war hier in dem Buch nicht, was ja oft
bei Thrillern dann auch so das Ding ist, wenn dann der Plot-Twist kommt und man mitfiebert, wer der Killer ist. Und ah, ich hatte da relativ zügig schon meine Ideen irgendwie. Deswegen hat mich da jetzt nichts besonders überrascht. Und ja, damit kann ich sagen, das Buch ist nett. Das Buch ist okay. Das ist mein Leseeindruck. Man kann es lesen, man muss es aber auch nicht lesen. Also es ist... Vielleicht liegt das auch an mir. Ich glaube, ich tue mich mittlerweile generell schwer mit Thrillern. Also da muss schon thematisch mich was echt interessieren. Oder halt wirklich ganz krasse Szenen, wie gesagt, drin sein, dass mich so ein Thriller so richtig überzeugt. Vielleicht, ja, vielleicht liegt es an mir. Es liegt an mir. Ja, und deswegen ist das ein Buch. Es ist einfach nur so.